Hallihallo, liebe Gothic-Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zur Piranha Bytes Topliste meiner Community. Ich habe 79 komplette Toplisten von Fans ausgewertet und wollte die Ergebnisse ursprünglich in schriftlicher Form mitteilen, aber als ich dann vor diesem spannenden Datensatz saß, dachte ich mir, dass er dafür fast zu schade ist. Und jetzt sind wir hier. Ursprünglich habe ich die Umfrage gemacht, um einfach mal zu überprüfen, was wirklich dran ist an all diesen wiederkehrenden Sätzen. Sätze wie, Risen war wieder besser als Gothic 3. Risen 2 und 3 sind die schlechtesten Spiele des Entwicklers, aber Elex war wieder gut. Oder auch, Gothic 2 ist wie Gothic 1, nur besser. Da ich die meisten Spiele noch nicht gespielt habe, werde ich hier auch ganz fleißig meine Community zu Wort kommen lassen und zitieren. Da Elex 2 zu frisch ist, taucht es nicht offiziell in der Liste auf, aber am Ende werde ich eine Tendenz zu der Positionierung der Neuveröffentlichung abgeben. Wir haben es hier also mit 7 Spielen zu tun. Je weniger Punkte ein Spiel erreicht, desto besser schneidet es hier ab. Mit 79 mal Platz 1 könnte man den Bestwert von 79 Punkten erreichen. Der miesestmögliche Wert wären 553 Punkte. Ich werde die Punktzahlen immer dazu sagen, damit ihr ein Gefühl für die Lücken bekommt, die zwischen den einzelnen Titeln klaffen. Los geht's! Zwei Spiele haben darum gerungen, nicht das Schlusslicht sein zu müssen. Es war ein sehr knappes Duell, aber letztlich bildet mit Risen 3 das letzte Spiel der Piratenreihe mit 457 erreichten Punkten das Schlusslicht. Bei der Presse habe ich gesehen, kam das Spiel gar nicht so schlecht weg, aber in der Spielerschaft ist Risen 3 als das Spiel verschrien, das sich dem Massenmarkt am penetrantesten angebiedert hat. Es ist zu leicht und nimmt die Spieler und Spielerinnen zu sehr bei der Hand und ist damit in Teilen das Gegenteil von dem, was die Spiele von Piranha Bytes eigentlich auszeichnet. Dazu passt auch, dass viele immersionsstärkende Stilmittel wie Ess- und Trinkanimation oder die Möglichkeit, sich auf Stühle zu setzen etc. fehlen. Oder wie der User Beseban schrieb, meiner Meinung nach ist es weder wirklich ein Gothic-Spiel, noch wirkt es wirklich wie ein Nachfolger von Risen 2. Es besitzt gefühlt von beiden Seiten alle Schwächen. Nur zwei User haben Risen 3 in ihre Top 3 gewählt. Die meisten werden schon ahnen, was jetzt kommt. Genau, Risen 2 natürlich. Es hat mit 450 Punkten unwesentlich besser abgeschnitten als sein Nachfolger und im Grunde teilt sich Risen 2 seine Schwächen mit Risen 3. Aber es gibt auch noch andere Makel. Zum Beispiel ist das Spielerlebnis verhältnismäßig linear, was die Stärke der Erkundung, die ein Aushängeschild der Piranha Bytes Spiele bis dahin darstellte und auch noch heute darstellt, killte. Und im Gegensatz zu dem düsteren Risen 1 übertrieb das Spiel hier mit seinem klischeehaften Piratensetting und karibischem Flair. Auch das von allen geliebte Kampfsystem des Vorgängers wurde einfach über die Planke geschickt und äußerst bescheiden ersetzt. Aber wie Hezutitsch so schön schreibt, war immerhin die Story prinzipiell okay. Risen 2 wurde 21 Mal auf den letzten Platz gewählt und nur 3 Mal konnte es sich in den Top 3 platzieren. Weiter geht's mit Elex, dem ersten Teil der aktuellen Reihe. Da sind wir bei 360 Punkten und damit auch in einer anderen Liga angekommen. Zu Elex kann man sagen, dass es mehr polarisiert als die anderen Spiele. Das Sci-Fi-Setting kann jetzt nicht jeden alten Gothic-Hasen hinter dem Ofen hervorlocken, aber bei den Menschen, die das Setting abholt, kann das Spiel dann auch konstant punkten. Elex, kann man sagen, fliegt zurück zur Basis. Der Einstieg ähnelt dem von Gothic 1 fast so wie ein Ei dem anderen. Man hat mehrere wählbare Fraktionen, denen man sich anschließen kann. Man fühlt sich anfangs in der Welt, als wäre man ein Wurm. Das Erkunden macht Spaß, vor allem auch mit zunehmender Spieldauer. Und obendrein ist das Chatpack einfach ein gelungenes Gimmick. Es ist nach meiner Meinung, aber auch nach Meinung der Community, ein mindestens solides, wenn auch technisch etwas veraltetes Spiel. 20 Menschen haben Elex in ihre Top 3 gewählt. Den vierten Platz krallt sich doch tatsächlich Gothic 3 mit 326 Punkten. Ich war mir nicht sicher, ob Elex nicht vielleicht sogar Gothic 3 den Rang abläuft, aber nein, dem ist offensichtlich nicht so. Wenn ich die Kommentare allerdings richtig deute, ist hier mit Gothic 3 auch meistens ein von der Community gesund gepatchtes Gothic gemeint.
Ich glaube, die bugverseuchte Ursprungsversion hätte sich nicht vor Elex platzieren können, aber gut. An der Stelle möchte ich den User Random Dude zitieren, der wunderbar zusammenfasst, was viele meinen. Er schreibt nämlich, Gothic 3 ist unfertig. Das merkt man an allen Ecken. Auch wenn Patches die meisten Bugs beheben, so hat das Spiel eine sehr rudimentäre Hauptquest und ein nicht ausgereiftes Gildensystem. Deshalb bietet die Welt keinen so großen Tiefgang mehr wie die in den Vorgängern. Dennoch spürt man beim Spielen den gewissen Gothic-Charme durchlunzen, die Welt ist wunderschön und der Soundtrack atemberaubend, was die Atmosphäre wieder steigert. Oder wie Heldengrab schrieb, Gothic 3 ist eher ein Open-World-Spiel wie Skyrim. Die eigentliche Hauptquest ist sehr dünn und kurz. Es geht eher in die Breite als in die Tiefe, mag es aber trotzdem. Und mit seinen ganz eigenen Qualitäten konnte sich Gothic 3 immerhin viermal den Platz an der Sonne erhaschen, aber zweimal wurde es auch auf Rang 7 gewählt. Auf Platz 3 ist dann natürlich Risen mit 279 Punkten. Trotz Piratensetting, Insel, Meer und Pipapo hat Risen die dunkle Gothic-Stimmung gut getroffen und auch der Ablauf des Spiels gleicht dem in Gothic sehr. Es hat dabei aber das Problem, dass es nichts gibt, das die ersten beiden Gothic-Teile nicht besser gemacht hätten. Mal abgesehen vom Kampfsystem vielleicht. An der Stelle möchte ich den User Vultus zitieren. Risen 1 ist quasi Gothic 1 und 2, nur mit einem anderen Helden und einer anderen Insel. Deshalb ist klar, wieso die meisten es mögen. Risen wurde zweimal auf Platz 1 und zweimal auf den letzten Platz gewählt. Auf Platz 2 platziert sich Gothic 1 mit 157 Punkten und von der Qualität dieses Spiels konnte ich mich ja auch schon ausgiebigst selbst überzeugen. Gothic gilt zu Recht als ein Meilenstein im Open-World-Design. Gerade die erste Hälfte, in der man die Gefängniskolonie entdecken darf, möchte ich fast sagen, ist ein von wunderbaren Dialogen und kuriosen Momenten getragener Geniestreich. In Gothic 1 mündeten Naivität und Überambitioniertheit in einem wunderbaren Kleinod, das aus meiner Sicht auch völlig zu Recht bis heute hohes Ansehen genießt, obwohl es in Hälfte 2 stark abbaut. Gothic 1 konnte sich 23 Mal auf Platz 1 einsortieren und nur bei 2 Usern war es nicht in den Top 4. Ja, es scheint also zu stimmen. Gothic 2, vor allem auch samt dem Add-on Die Nacht des Raben, ist wie Gothic 1 nur besser. 2/3 der Umfrageteilnehmer kürten das Spiel zum besten Spiel der Piranhas. Es hat grandiose 106 Punkte erlangt. In meinem momentanen Tagebuch spiele ich Gothic 2 und auch ich bin bisher begeistert von der äußerst vielfältigen Spielwelt, dem großen Gameplay-Loop, aber auch von anderen Dingen wie der exzellent designten Hauptstadt Korinnes zum Beispiel. Ich finde, Gothic 2 verliert keine der Stärken seines Vorgängers, baut aber einige aus und feilt gleichzeitig an seinen Schwächen. Ich jedenfalls freue mich jetzt nach der Umfrage noch mehr als zuvor auf die kommenden Stunden, die ich mit Gothic 2 verbringen darf und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns dort wiedersehen. Jetzt, wie versprochen, noch ein paar Worte zu Elex 2. Bei den Usern, die Elex 2 schon gespielt hatten, reihte es sich zumeist knapp vor oder hinter Elex 1 ein. Es wäre also davon auszugehen, dass in einer Umfrage in ein paar Monaten ein heißer Kampf zwischen Elex und Elex 2 um Platz 5 ausbrechen würde. So viel dazu. Tausend Dank an euch, an die großartige Community, die jeden Gedankenblitz von mir, der in Umfragen endet, zu einem Ziel führt. Ich habe sehr viel Spaß daran zu sehen, wie andere Spielerinnen und Spieler empfinden und zocken. Und dank meiner Reichweite und eurer Aktivität habe ich das schöne Privileg, einfach spontan Fragen in eine bunte Masse hineinschmeißen zu können. Danke, danke dafür. Das war es von mir. Ich bedanke mich ganz recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, man hört sich bald wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute. Ciao.